Der Druck meines Alltags verschwindet. Alle Pflichten sind erfüllt und es gibt keinen Zwang. Ich such das, was mir Sinn gibt. Stürz mich voller Tatendrang in freie Zeit und verliere mich in der Leere des sinnlosen Konsumierens. Vor sich hin vegetieren mit dem Wissen, Selbstverwirklichung ist das bestimmt nicht hier. Bildschirm fixiert schlechtes Gewissen, währenddessen denk mir, morgen mach ich was und nehm mir vor, mich zu bessern, nur noch Sinnvolles zu tun. Doch wo hört das auf? Und woher kommt es, dass ich schwachsinnige Entspannung brauch? Von der Überforderung, den Anforderungen zu dienen. Und so zwinge ich mich, die Sachen zu tun, die ich liebe, die ich vor mir herschiebe. Und das auch wenn ich mich nicht dem Kapitalismus anbiete. Er brachte mir bei zu funktionieren und in der restlichen Zeit mich zu verlieren. Ich hab mich selbst dafür entschieden, aber nicht so. Die Freizeit zieht mich runter und der Druck zieht mich hoch. Ich kann selbst was dran verändern, aber nicht alles. Es ist nicht alles in meinem Kopf, doch wenn der durchknallt, dann knallt es. Bei mir und meinem Umfeld, alles andere läuft normal. Als wäre nichts gewesen, nur eine Lampe ausgefallen, die leicht ersetzt werden kann. Und das wird sie auch. Und es dauert nicht lang und es setzt sich jemand anderes dran. Hab ich keine Zeit oder nehm ich sie mir nicht? Für das, was wichtig ist, mich hinterher zufrieden zurückblicken lässt. Verbring den halben Tag damit, über mich selbst nachzudenken. Klingt nicht effizient und lässt mich denken, dass wir Zeit. Hab ich keine Zeit oder nehm ich sie mir nicht? Für das, was wichtig ist, mich hinterher zufrieden zurückblicken lässt. Verbring den halben Tag damit, über mich selbst nachzudenken. Klingt nicht effizient und lässt mich denken, dass wir Zeit verschwenden. Die Aufgaben stapeln sich auf meiner To-Do-Liste. Alles Sachen, die so wichtig sind und die ich tun müsste. Mache davon nichts, weil ich keinen Überblick besitze. Und in meinem Kopf das Szenario noch zuspitze. Zeit rennt vorbei, die Woche hat zu wenig Tage. Der Monat zu wenig Wochen und das Jahr zu wenig Monate. Das Leben zu wenig Jahre und der Mensch zu wenig Leben. Und die Lösung ist eine Floskel, ja so ist das eben. Und weil mir das nicht reicht, will ich was dagegen tun. Und mein Leben füllen mit Dingen, die das Leben suchen. Um mich lebendig zu fühlen, um meinen Alltag zu füllen. Mein Gehirn nicht mit Schrott, der mich nicht weiterbringt, zu Müll. Ich werd ein bisschen aktiv, steiger mich rein. Und ich merk, das fühlt sich gut an, ist ja eigentlich ganz leicht. Doch da die anderen Erledigungen dann auf der Strecke bleiben, mach ich beides zusammen und ich fang an, mich zwei zu teilen. Dann kommt wieder der Punkt, an dem ich ringe mit der Zeit. Sich die alten Muster von alleine anfangen einzuschleichen. Erkenne keine ersten Zeichen, wäre nicht den Anfängen. Ertappe mich beim noch was an die Liste ranhängen. Bis dann die Lampe immer schwächer wird und ausbrennt. Ich wöchentlich bei jemand lande, der sich damit auskennt. Ja, ja, ja. Hab ich keine Zeit oder nehm ich sie mir nicht? Für das, was wichtig ist, mich hinterher zufrieden zurückblicken lässt. Verbring den halben Tag damit, über mich selbst nachzudenken. Klingt nicht effizient und lässt mich denken, das wär Zeitverschwendung. Hab ich keine Zeit oder nehm ich sie mir nicht? Für das, was wichtig ist, mich hinterher zufrieden zurückblicken lässt. Verbring den halben Tag damit, über mich selbst nachzudenken. Klingt nicht effizient und lässt mich denken, das wär Zeitverschwendung. Freizeit in dieser Gesellschaft. Produktion von Waren, Produktion von Selbsthass wechseln sich ab in der Leere beider Seiten. Ich sehe keinen Sinn darin, mein Leben aufzuteilen in Leistung und Spaß, der keiner ist in diesem Rahmen. Wenn du dich nicht entspannen kannst, hast du den falschen Plan. Dann guck mal, wo du bleibst, irgendwo da hinten. Es geht darum, die Karriere und den Job zu verbinden. Dich selbst zu vermindern, tu als ob du nicht da bist. Und wenn du am Arsch bist, tu als ob du nicht am Arsch bist. Und weil das so ist, such ich mir Strategien. Ich tu als ob die Lampe aus ist und bleib innerlich am Glühen. Und weil das so ist, man, such ich mir Strategien. Ich tu als ob die Lampe aus ist und bleib innerlich am Glühen. Denn jeder Mensch hat seine Zeit. Und nur solange sie wirklich die seine ist, bleibt sie lebendig. Ja, ja, ja. Hab ich keine Zeit oder nehm ich sie mir nicht? Für das, was wichtig ist, mich hinterher zufrieden zurückblicken lässt. Verbring den halben Tag damit, über mich selbst nachzudenken. Klingt nicht effizient und lässt mich denken, das wär Zeitverschwendung. Hab ich keine Zeit oder nehm ich sie mir nicht? Für das, was wichtig ist, mich hinterher zufrieden zurückblicken lässt. Verbring den halben Tag damit, über mich selbst nachzudenken. Klingt nicht effizient und lässt mich denken, das wär Zeitverschwendung.